Es handelt sich um ein Pfarrhaus, das 1761 gebaut worden ist. Und zwar war diese Pfarrei war eine Dependance des Jesuitenklosters in Mindelheim. Dieses Gebäude, wie ich es erworben habe, war es schon sehr lange leer gestanden. Der Vorteil von dem war, dass das Gebäude nur wenig verändert war. Es waren noch die barocken Fenster vorhanden, die barocken Böden, die Türen. Der Zustand war sehr schwierig. Wir hatten also großflächige Feuchteschäden. Der First oben war offen, es hat reingeregnet. Die Balken waren verfault. Das hat so ein bisschen wild ausgeschaut. Zwischendrin hat man hier den Himmel gesehen, hier im Raum. Haben sie rausschauen können ins Freie. Und in den Raum unten drunter in der Stube sind die Winden in den Raum reingewachsen. Da war es grün drinnen, weil die Pflanzen durchs Mauerwerk durchgekommen sind. Es war beängstigend. Ja. Aber mir war das klar, man kann das machen, das ist machbar. Wir haben versucht, also zu 99%, vielleicht ist es weniger, den Altbestand zu übernehmen. Und wir haben die alte Fassade, haben wir ergänzt durch einen Dämmputz, der aber auf der alten Fassade drauf liegt. Die Sanierung durchzuführen war der Reiz des Gebäudes, weil es einfach eine schöne Lage hat. Man schaut hier über das Tal, wenn man ins Dach rauf geht, schaut man rüber auf die Mindelburg. Und ich habe einen schönen Garten dabei. Der Umgriff auf die anderen Häuser, die Kirche gegenüber, ist einfach schön. Ich bin stolz drauf, das Gebäude hergerichtet zu haben. Was aber auch sehr schön ist, was die Nachbarn, die Leute in Mindelau, die haben das alles sehr befürwortet und ich kriege immer von den Nachbarn und von den Leuten immer ein Lob.